Das Allerwichtigste, was die Landwirte in den nächsten paar Jahren und jetzt auch schnell brauchen, ist Planungssicherheit, egal in welcher Sparte. Ich glaube, wir müssen ganz arg aufpassen auf unsere Dörfer und wir müssen uns selber engagieren. Das Ehrenamt ist ganz, ganz wichtig für ein Dorf und es ist auch die Stütze. Und das bringt viel gegen die Abwanderung, weil wir dann einen Zusammenhalt haben im Dorf. Und wo ich sage, das ist, macht den ländlichen Raum auch wirklich aus. Neben dringend benötigtem Glasfaser glaube ich, dass wir eine Kultur schaffen müssen, dass junge Unternehmer gern starten und selber den Mut haben zu gründen. Was das Land bieten muss, ist die Möglichkeit der Kultur, der Start-up-Kultur, dass es überhaupt möglich ist, diese jungen Unternehmen überhaupt zu fördern. Der Landkreis Emsland hat in den letzten 50 Jahren eine, man kann sagen, Wahnsinnsentwicklung genommen. Vom Armenhaus hin zu einer prosperierenden, wirtschaftlich aufstrebenden Region. Wir haben heute 2,6% Arbeitslose. Wir haben de facto Vollbeschäftigung. Die Menschen fühlen sich hier wohl und wir sind ein Zuwanderungslandkreis. Wir haben in den letzten 20, 25 Jahren einige 10.000 Bürger dazugewonnen und wachsen immer noch. Das Emsland hat sich vielleicht etwas anders aufgestellt als andere Regionen. Einmal ist der Zusammenhalt in der Bevölkerung, in Vereinen, in den Strukturen, die wir haben, das gilt nicht nur für kulturelle Vereine, sondern es gilt auch für Kirchengemeinden, das gilt für die Dorfgemeinschaften. Das ist stark gepflegt worden. Und wenn man an die Infrastruktur denkt, sind wir ganz anders aufgestellt hier und haben Jahrzehnte jetzt es ganz anders gemacht. Wir haben die Infrastruktur ausgebaut, ich sage mal Gewerbegebiete, auch in kleinsten Gemeinden. Nach dem Motto, möglichst nah bei zu Hause sollte der Mensch sozusagen seinen Arbeitsplatz finden. Da kann er am besten mit dem Fahrrad hinfahren. Und da aufgesetzt muss man natürlich auch die kulturellen Angebote haben. Die ganze Frage der Gesundheit, zum Beispiel Ärzteversorgung, und zwar in erreichbarer Nähe. Krankenhäuser, die hervorragende Standards fahren. Und natürlich Pflegeeinrichtungen, die dann greifen, wenn zu Hause nicht mehr gepflegt werden kann, wenn das nicht mehr gelingt. Das ist ein großes Prä für unsere Region. Und da investieren wir auch nach wie vor. Und da sind wir auch vorbildlich, glaube ich. Und da werden wir auch weiter dran arbeiten. Die klassische Landarztpraxis mit dem rund um die Uhr verfügbaren Einzelkämpfer gehört definitiv der Vergangenheit an. Momentan ist die Versorgung auf dem Land noch gewährleistet. Doch in den nächsten 5 Jahren ergibt sich in vielen Gebieten Deutschlands ein Nachbesetzungsbedarf von 60% in der ambulanten Versorgung. Und gerade die Hausärzte, die ein breites Spektrum in der Patientenversorgung abdecken können, werden immer weniger. Theoretisch gibt es vielfache moderne Konzepte, beispielsweise die Gemeinschaftspraxis oder das MVZ, auch mit mehreren Teilhabern, auch mit der Möglichkeit zur Teilzeitanstellung. Das große Problem ist, dass viele Kollegen, die im ländlichen Raum womöglich ein solches modernes Konzept umsetzen wollen, keine Kolleginnen oder Kollegen finden, das zu tun. Zunächst einmal muss die Pflege stabil aufgestellt werden, denn wenn die Krankenpflege nicht funktioniert, kann auch die ärztliche Arbeit nicht funktionieren. Dann sind Budgetierung und Bedarfsplanung Instrumente, die vor 25 Jahren angesichts der Ärzteschwemme zum Schutz für Überversorgung implementiert wurden. Aktuell gibt es keine Ärzteschwemme mehr, sodass sich die Politik fragen muss, ob das Sozialgesetzbuch 5 an dieser Stelle noch zeitgemäß ist. Mecklenburg oder Waren ist schon immer ein sehr touristisches Gebiet gewesen. Schon zu DDR-Zeiten gab es hier viele Touristen und das konnte in der neuen Zeitrechnung eben auch weiter ausgebaut werden. Mecklenburg ist ein Flächenland. Wenn wir Waren verlassen, dann haben wir wunderschöne Landschaft, aber immer weniger Einwohner, immer weniger Kaufkraft auch. Und das bringt uns in strukturelle Herausforderungen.
Was an allererster Stelle steht, ist Zukunftssicherung. Und Zukunftssicherung hat ganz viel mit Fachkräften zu tun. Und das ist in Deutschland immer mehr Mangelware. Um junge Leute in die Region zu bekommen, zu behalten, braucht es spannende kulturelle Angebote, braucht es beste schulische Ausbildung, braucht es die beste medizinische Versorgung und ganz wichtig natürlich auch Anbindung an moderne Medien, Internet, was einfach teilweise zu langsam ist. Also wir sind hier in einer sehr guten Verfassung. Wir haben wirtschaftlich sehr aufgeholt und im Moment kann man also wirklich sagen, dass wir ein Landkreis sind, in dem sich's hervorragend leben lässt. Also Jobs sind ganz wichtig, aber es geht natürlich um mehr. Kultur ist zu einem harten Standortfaktor geworden. Kulturelle Angebote gehören einfach dazu, zu einem guten Lebensgefühl. Und wenn man Fachkräfte gewinnen will, weil man steht ja in Konkurrenz zueinander, dann muss man immer danach schauen, was hat man denn an Angeboten für die Familien? Was gibt es denn auch für die Partner, die mitkommen? Das wird eine ganz, ganz wichtige Herausforderung sein, dass man auf dem Land Orte der Begegnung schafft. Denn die traditionellen Orte der Begegnung, die brechen nach und nach weg. Deshalb muss man das selber wieder organisieren. Und so ein Rathaus hat dann auch die Pflicht, dass sie das macht. Begegnung schaffen, Foren schaffen.